Jesus lebt! Und er fragt mich, ob er mich begleiten darf. Dumme Frage, Jesus. Natürlich, ich brauche doch einen tatkräftigen Heiler. Let's go! Ich bitte darum. Jesus hat sich dir angeschlossen. Jesus Christ. Bei euch ist also noch alles dran, ja? Jesus und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reise! Das war der große und heilige Horst. Ich will ein Hündchen! Entschuldige, was hast du gesagt? Nichts, schon gut. Im ersten Level befinden wir uns, wenn man das so sagen darf. Augenblick, da liegt etwas. Eine Banane. Hurra, Let's Play Marcus erhält eine HP-Banane. Oder erhält One HP-Banane. Ich brauche was zu futtern. Die Geschichte gefällt mir. Voll zusammenhanglos, was die labern immer. Hey, Jesus, warte mal. Let's Play Marcus hat eine HP-Banane in der Hand. Wollen wir uns die teilen? Die beiden haben die HP-Banane zusammengefuttert. Lecker. Ja, nö. Bananen rocken. Bananen sind cool. Ich will jetzt Hündchen knuddeln. Ach ja. Voll random. Okay, gut, dass uns Monster angreifen. Das ist ein Hündchen, oder? Es ist ein Kobold, aber sieht ein bisschen komisch aus. Ich mach nochmal den automatischen Kampf, weil die kriegen wir doch lockerflockig von der Hüfte hin, oder? Ja, zwei Gegner. Aber wir sind auch zu zweit. Ich bin lässig. Das ist die richtige Stelle. Kobold hält mehr aus. Jesus kann definitiv heilen und das wird von Nutzen sein. So ein Glück! Koboldschinken und Falterhonig. Mh, Koboldschinken. Nomski. Läuft alles wie am Schnürchen. Wir werden sehen. Hauptsache, Jesus ist gut gelaunt. Ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal. Was ist das? Du hast ein Gasthaus erspäht. So ein Glück. Ruhen wir uns dort eine Runde aus. Da gibt's bestimmt auch einen Swimmingpool. Wie kommst du darauf? Warum nicht gleich einen Whirlpool? Du hast ein Gasthaus gefunden. Und davon gibt es verdammt viele im Lande Mitopia. Ernsthaft. Zeit für euch beide, ein Zimmer zu wählen. Wenn zwei Charaktere ein Zimmer teilen, wird eure Beziehung dadurch tiefer. Je näher sich die beiden stehen, umso mehr helfen sie sich im Kampf. Steck sie in ein Zimmer deiner Wahl und sieh, wie sie sich vertragen. Und in den Gasthäusern werden später die ganzen mäßig stapeln und wir können quasi eine Auswahl tätigen, wer mit auf unsere Reise kommen soll. Maximal 4 Personen, so denke ich, so weiß ich, meines Wissens nach, ja, können zeitgleich auf Abenteuerreise gehen. Aber welche 4, die, das werden wir sehen. Es passen immer 2. Demnach sind es 8 in den Zimmern. Ich weiß nicht, ob in der Mitte auch was zählt. Aber natürlich werde ich mit Jesus mal ein bisschen pennen. 2 Sekunden Schlaf reicht. Ist ja schneller als beim Dämon Buu bei Dragon Ball Z. Der hat auch irgendwie nur so 5 Sekunden gepennt und dann ist er wieder aufgestanden. Ja, yeah, ausgeschlafen. Futtern. Wir gönnen uns das Zeug, das wir bekommen haben. Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du deinem Team vorsetzen. Mit jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Übrigens, je mehr Helden ein Essen mögen, umso mehr lässt es ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an rasch wachsenden Werten. Ja, so ist das. Deswegen werden wir mal gucken. Ich denke, dass es random eingestellt ist. Let's Play Marcus. Schmeckt dir Schleimgelee? Ja, hochzufrieden ist er. Jesus, magst du Koboldschinken? Nicht so sehr. Das war's auch. Falterhonig. Magst du den? Jesus ist hochzufrieden.
Ja, was soll ich noch machen, Ash? Gar nicht. Weißt du was, dann tut der Rest einfach Jesus verzuckeln. Ach nee, haben schon genug gegessen. Tja, dann nicht. Dann hebt es euch auf. Dann die Spielhalle. Wir haben sowohl das Roulette als auch Schnick, Schnack, Schnuck. Kleine Spiel, also Spielereien. Ja. Wenn man das Spiel startet, die Vollversion von Miitopia, dann wird man auch ein bisschen gefragt zu bestimmten Mii-Charakteren. Da will Nintendo wohl ein bisschen aussieben, wer wirklich geeignet ist und wer nicht. Da stimmt man dann ab, was irgendwie passt und was nicht. Gewonnen, du erhältst ein Komfortreiseticket für zwei. Ich erhalte das. Reisepass, Geld, frische Unterwäsche, Selfie-Stick. Komm, die Reise geht los. Jetzt schon? Ihr seid doch auf einer Reise. Lol. Zurück nach LPM World. Hier ist was los. Die beiden hatten auf Spaß, richtig? Die hatten Spaß auf der Reise. Ja, so. Es war so spitze. Ich weiß, ich war ja dabei. That's a good point. Level up. Flüchtige Bekannte. Die zwei haben angeben gelernt. Füge Feinden extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Nochmal spielen? Roulette nicht. Vielleicht ab und zu immer mal wieder. Ich mache jetzt kurz Schnick, Schnack, Schnuck. Da kann man sich Geld verdienen. Willkommen beim Schnick, Schnack, Schnuck-Automaten. Schlag mich und du gewinnst 500 Geld. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Wir probieren's. Dann lass uns loslegen. Schnick, Schnack. Stein, Stein, der gute alte Stein. Hab aber leider verloren. Was zum... Ach, schade, beim nächsten Mal hast du sicher mehr Glück. Willst du nochmal versuchen? Ich habe noch einen Spielschein. Also, let's go. Der vorerst letzte. Na, lass uns loslegen. Und ich bleib dabei! Oh, und er auch. Jesus, wir müssen das nochmal üben. Schade, beim nächsten Mal ist sicher mehr Glück. Ich habe leider keine Spielscheine mehr. Aber ich komme wieder. Hand drauf. Okay, Gold ausgeben. Können wir ebenfalls machen. Spendiere deinem Team Gold, um neue Items und Ausrüstung zu kaufen. Manchmal wollen Mii etwas Süßes, das sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst. Neue Waffen oder neue Kleidung. Du weißt nie vorher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie aus Versehen ganz andere Sachen als geplant. Aber das kann ja schließlich mal jedem passieren, oder? Ich kenne das. Du gehst in den Laden, findest es nicht, aber tausend andere Sachen. Gefährlich, gefährlich. Das ist, was du willst? Naja, ich habe das Geld und es bringt mehr Rüstung. Mehr Abwehr. Eine Lederrüstung wurde gekauft. Sieht zwar ein bisschen doof aus, ich kann die Farbe ändern. Dann mache ich wenigstens... Ach, das ist nur der Umhang quasi. Tja. Bringt mehr Abwehr. Scheiß auf das Aussehen, den Look, ja. Im Mittelalter wahnsinnig so modisch unterwegs. Morgentalar. Leider habe ich nicht so viel Geld. Dann müssen wir erstmal sparen. Dann müssen wir erstmal weitergehen, Jesus. Nimmst du mir nicht übel. Ich sehe echt nicht gut aus, aber wir werden schon bessere Kleidung kriegen, früher oder später. So, ihr zwei beiden. Als nächstes... Hat schon immer eigene Namen, oder die Level? Okay, nicht immer. Da, 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 da. Auf geht's, Leute! Ebenso. Voll aufs Fressbrett. Uff. Hey, alles okay? Let's Play Markus hat Jesus hochgeholfen. Dankeschön. Jesus ist ihm dankbar. Sah aber gar nicht so aus. Sah trotzdem so aus, als wäre er selbst aufgestanden. Was zum Teufel? Da, 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 da. Haben wir genug HP-Bananen? Wir sind geschwind wie der Wind. Nein, Gegner! Ich werde den automatischen Kampf mal ausstellen und selbst fighten.
wobei die Begleiter halt auch schneller sein können und zuerst attackieren. Also wir tun vor allen Dingen uns selbst regulieren, sag ich mal. Auf den härtesten Pocken, wobei man auch erstmal die kleinen erledigen kann. Oder zusammen auf den großen geht. Ja. Alter Falter! Ab wann lernt Let's Play Marcus eigentlich irgendwie Technik oder Magie einzusetzen? Dann ist das nicht möglich. Naja, kommt schon noch! Wir waren siegreich! Puh! Level up! Für Jesus! Mehr Tempo, Abwehr, Magie, Angriff, HP, MP. Heilung gelehrt. Na also, die Kraft deines Gebets stellt HP wieder her. Mit Magie. Oder mit Magie. Du bist doof und stinkst nach Magie. Koboldschinken, nice. Und 18 Geld habt ihr gesehen. Hat dir jemand Gold gesagt? Wenn du meinst. Heißt es Gold und nicht Geld? Ist auch irrelevant, oder? Ob das Gesicht von Rocco hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster leben, richtig? Wer weiß. Lass uns weitersuchen. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Ist doch egal, oder? Dann haben wir das Monster und gut ist. Die ganzen Dorfbewohner in der Stadt anfangs. Deren Gesichter, von denen die fehlen, die müssen wir alle zurückbringen. Und dann können wir quasi zum Finale von Welt 1. Da endete die Demo. Apropos Roccos Gesicht, würde ich sagen. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Das ist aber ein fetter Falter. Heißt der anders? Brockfalter. Ja, Brock ist der englische Name für Rocco. Also der Mii wurde so benannt. Ist ja nicht mein Rocco, sondern random ausgewählt. Ist ja nicht schlimm. Zack. Kriegen wir aber definitiv down. Ob wir danach wieder zum Dorf anfangs müssen? Denkbar. Der arme Rocco. War in der Demo-Version auch ein Begleiter von uns? Diesmal nicht. Ich habe mir schon intensive Pläne gemacht, wer uns begleiten wird, wer welche Rollen belegt, etc. pp. Von den Rollen, die ich bisher kenne. Man ja im Trailer und so schon ein paar Sachen erblicken können. Ich hoffe, es euch so unterhaltsam wie möglich gestalten zu können. Wir bald haben, oder? Schön ausgewichen. Nimm dies! Da geht er down, da geht er down, da geht er down. Roccos Augen. Danke! Schön, schön, schön. Ui, wie aufregend. Noch 12 Bonus-Erfahrungspunkte. Ich kann auswählen. Naja... Jesus hat's nötiger. Der hat weniger EP, weil er später dazu kam. Falter Honigstern. Ui. Vor allem steht einfach dran. Ui. Du hast ein Gasthaus gefunden. Wie gesagt, die stehen da quasi alle 100 Meter. Der helle Wahnsinn. Und das war der Tag. Das Herzchen, das irritiert mich so ein bisschen, aber ich weiß, dass es nur symbolisch ist. Lasst uns was essen. Pass auf, kann ich jetzt nicht schon schauen? Ja. Wie die reagieren, weißt du? Jesus mag keinen Koboldschinken und dafür den Falterhonig, den Let's Play Marcus nicht mag. Oder ich sag mein Mii. Den mögt ihr aber... Ach so, ist ja Falterhonig Stern. Bäh. Kann man vorher nicht wissen, man muss es ausprobieren. Hauptsache, man verfüttert nicht die Sachen an jemanden falsch, wo man es nicht schon weiß. Gut, dann kriegst du den Falterhonig, du stehst eh drauf. MP kannst du auch gebrauchen. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen abgestimmt. Auf die Charaktereigenschaften, auf die, auf die Klassen, die die darstellen. So, beide sind satt, alle Items aufgebraucht. Passt doch hervorragend. Wünsche habt ihr keine? Doch, natürlich. Du sollst dein Zeug kriegen. Ich habe immer noch zu wenig. Ui. Was habt ihr für Wünsche, Mann? Was habt ihr für Ansprüche? Wobei man sagen muss, wir haben eben ja auch kaum gekämpft, mal im Ernst. Wollen wir mal! Sind ja immer noch nur zu zweit unterwegs. Aha, finden wir schon dorthin. Roccos Gesicht ist zurück. Wollen wir da kurz mit den Leuten reden? Ich denke schon.
Er wird dankbar sein. Hallo. Wie er smilet. Da-dam, da-dam, bam. Klatsch! Es gab eine Folge im Anime, da hat er wirklich so geguckt mit den offenen Augen. Hat er die aufgezogen. Ich glaube, der wollte irgendein Pokémon erschrecken oder sowas. Da muss ich ganz krass dran denken. So wie er jetzt aussieht, genau. Nur smilend. Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach vor einem Monster zu verpassen. Oder einfach einem Monster zu verpassen. Wer kommt nur auf so etwas? Danke jedenfalls. Nochmal Money, Money, Money. Also können wir doch schon bald wieder uns was leisten. Gut, Abgang. Auf ins nächste Gebiet. Ich glaube noch zu wissen, was es hier gibt. Die Musik und das Outfit. Sprechbände, Katana. Hallöchen, ich bin Katana. Sag mal, bist du eigentlich ein Nintendo-Fan? Ein was? Du kennst Nintendo nicht. Du machst Witze, oder? Ich bin ein riesiger Fan von Nintendo. Jedenfalls. Es gibt da doch diese speziellen Figuren. Sie werden Amiibo genannt. Wie die wohl aussehen? Falls du ein Amiibo hast, würdest du es mir zeigen? Ja, machen wir, Leute. Ich brauche von meinem Aufnahme-3DS da dieses spezielle NFC-Lesegerät und ich habe ja auch ganz viele Amiibo. Ich werde es zu gegebener Zeit mal in aller Ausführlichkeit machen zu Beginn eines Parts. Schon alle Figuren mal herstellen hier auf meinem Schreibtisch, die man dafür einsetzen kann und euch zeigen, was genau es bringt. Ich glaube, es bringt Kostüme. Da werden wir dann sehen. Aber für den Moment muss ich sie vertrösten. Aber wenn du eines was sagst, mir Bescheid, ja? Deswegen, machen wir, versprochen, aber Geduld. Ist nicht wichtig, das ist einfach nur, es ist einfach nur da. Okay? Das nächste Gebiet. Hopp, los! Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder mit der ganzen Welt aufnehmen? Da kommen echt willkürlich krasse Gespräche bei raus. Bams! Von denen haben wir jetzt so langsam genug besiegt. Also der Anfang ist wirklich gar nicht mal so krass unterhaltsam, aber das wird. Man soll sich halt erstmal mit dem Spielgeschehen vertraut machen, mit dem Gameplay. Deswegen Geduld, bleibt dran. Ich weiß, dass der zweite und vielleicht auch der dritte, vierte Part nicht so reinhauen, aber wartet einfach mal ab. Echt jetzt. Haben wir genug HP-Bananen? Ich könnte Urlaub gebrauchen. Was nun? Guck mal, die Wolke da sieht aus wie ein Schleimgelee. Sieht für mich eher nach Koboldschinken aus. Eure Lieblingsessen. Ich hab Hunger. Entsetzlichen Hunger. Ja, ja, ja. Oh Mann, Leute. Dieses Spiel. Wisst ihr, es gab in Tomodachi Life ja dieses Tomodachi Quest, wenn ihr euch erinnert. In einem, ja, sehr grob pixeligen 8-Bit-Look. Für Harte oder für Zarte? Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Oberer Weg, bitte. Ich gebe sie mehr Gegner und sowas. Meine Füße tun weh. Du bist aber gut gelaunt. Nintendo hätte einfach Tomodachi Life 2 machen können, wobei es schon der zweite Teil war. Exklusiv in Japan gab es ja schon für den DS ein Tomodachi Life. Wollen wir nicht unterschlagen. Aber davon abgesehen, statt einen neuen Teil zu machen, lassen sie sich wirklich was einfallen. Und das finde ich ganz gut. Das finde ich ganz gut. Wobei ein richtiges neues Tomodachi Life, vielleicht sogar für Nintendo Switch, ich mir denken könnte. Ich habe bei Nintendo wirklich mal nachgefragt, habe gesagt, wie sieht's denn aus? Ein Tomodachi Life für Wii U, habe ich damals noch gefragt. Da war die Antwort nur, nee, leider nicht, weil wir denken, dass ein Tomodachi Life eher ein Spiel für unterwegs ist. Aber eine Nintendo Switch kann man auch unterwegs mitnehmen, ne? Und so, ihr wisst Bescheid. Alter, ich habe den Weg für Harte gewählt. Weswegen hier auch ganz schön die Luzi abgeht. Ausgewichen. Aber Jesus hat sich geheilt und ich denke, er wird uns auch alsbald ebenso heilen. Und je weniger Gegner, desto weniger müssen wir einstecken. Na siehst du. Vielen, vielen Dank! Die Nähe wächst. Einfach so zwischendrin. Level 3, ja. Flüchtige Bekannte. Die zwei haben Warnen gelernt.
warne einen Freund, der dadurch einem Angriff ausweichen kann. Wir wachsen zusammen, Freunde. Jesus und ich, wir sind hier. Best Buddies. Die Felsen. Badam. Ist es so eine Eigenschaft von Lessig, dass man den Angriffen gut ausweichen kann? Es sieht verdammt danach aus. Sollte ich mich ein bisschen dran orientieren, welche Charaktereigenschaften wir schon im Team haben und welche nicht. Weil ich vorher nicht weiß, was die bringen. Könnte mich schlau machen, aber naja. Sollte ich das. Sauber abgeräumt. Ja. Herr mit dem Koboldschinken. Ich leiste hier nur meinen Beitrag. Gemeinsam schaffen wir das. Was, den Rundfunkgebührenbeitrag oder was? Oha, Belohnung. Öffnen und weiterziehen. Pff. Als ob ich hier 195 Gold, jetzt sag ich Gold, einfach liegen lassen würde. Macht Sinn. Das Wort Gold ist in mehr Sprachen, sag ich mal, gebräuchlich als Geld. Also Money, aber Gold ist Gold. Okay. Jetzt bekommt ihr eure Wünsche. Wünsche erfüllt bekommt ihr. Hm? Es ist jemand an der Tür. Es scheint, als hättet ihr noch etwas Gesellschaft. Aha. Scheint ja spannend zu werden. Wer wird das sein? Erfahrt es im nächsten Part. Schaltet wieder ein und nochmal abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich will es nur gesagt haben, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neuer Part kommt. Haben die meisten schon, aber ne, vollständigkeitshalber. Okay, dann reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!